Aufregung in den sozialen Medien, weil man auf der Website des Innenministeriums ein Wahlkartenergebnis finden kann mit angeblich 544.000 ausgezählten Wahlkarten. Das kann ja wohl nicht sein, wenn Sie erst morgen zu zählen beginnen. Das ist hundertprozentig sicher ausgeschlossen. Haben extra einen Zettel mitgenommen. Nein, die Zahlen kennen wir. Nein, die nein, haben nein, nein, bei der nein, nein, so, nicht die Konsequenzen. Ja? Es wurden einmal von den, von den Briefwahlkarten 573.000 ausgesondert. Gesetzwidrig ausgesondert, bevor sie hätten überhaupt ausgesondert werden dürfen. Das hätte erst passieren dürfen ab Montag 9 Uhr. Ich darf nur nachfragen, um das Verständnis. Die Zeit der Beschwichtigungsversuche ist hiermit offiziell vorbei. Wir haben jetzt genaue Zahlen auf dem Tisch liegen, die das, was man uns seit 3 Wochen medial aufs Brot schmiert, als blanken Hohn entblößen. Neben meiner Recherche und dem, was man mir zugetragen hat, haben wir nun ein 150 Seiten starkes Dokument der Rechtsanwaltskanzlei Böhmdorf von Schendorf vorliegen, welches die im Raum stehenden und angezeigten Gesetzwidrigkeiten zur Präsidentschaftswahl in Österreich erörtern, genau darstellen und nach Abhandlung der uns bereits bekannten Fakten wollen wir uns mal kurz mit den Was-wäre-wenn beschäftigen. Vorab möchte ich für alle Zuseher, die sich bislang noch nicht mit der Wahl beschäftigt haben, beziehungsweise für die Zuseher aus Deutschland und der Schweiz kurz zusammenfassen, was bisher geschah. Österreich, 24. April, 17 Uhr. Norbert Hofer gewinnt den ersten Wahlgang mit bombastischem Vorsprung. Euphorische Stimmung bei den Freiheitlichen und allen EU-Skeptikern macht sich breit. Als somit gleich nach der ersten Hochrechnung feststand, dass Hofer und Van der Bellen sich in der Stichwahl befinden, fingen die üblichen Medien an, Norbert Hofer und vor allem Österreich zu diffamieren. Weltweit mischten sich Medien in den Wahlkampf unseres kleinen Landes ein. Und das auf noch nie dagewesene, einseitigste und niveauloseste Art und Weise, die sich nun bei jeder Wahl ins Abstraktere zu steigern scheint. Etliche Aufrufe kamen von allen möglichen Politikern und Prominenten. Es war schon wahrlich ein Intelligenztest vor der Wahl zu erkennen, welchen Kandidaten sich dieselbe EU-fetischistische Politik, Industrie- und Mediengruppe herbeiwünscht, welche bislang über ihre rot-schwarzen Handlanger, die kein schlechtes Wort über die EU verlieren, alles durchgepeitscht bekamen, was sie wollten. Kleiner möchte gern Til Schweiger aus die vorheucheln, ihren Pass abzusondern. Menschen, die für propagandistisch stumpfes Geschwätz wie die Heute-Show ihre Lebenszeit opfern und andere kindische Kommentare, kann man an dieser Stelle überhören. Es waren sich sogar themenfremde Jugendmagazine wie die Vice und andere Formate nicht zu schade, vor Hofer zu warnen und den netten Grüßonkel Van der Bellen zu empfehlen. Natürlich sind es heute, bis auf den letzten Zähler, exakt dieselben Medien, die uns vor der Wahl die Melone im Schafspelz verkaufen wollten, die sich jetzt über eine mögliche Wahlmanipulation lustig machen. Allerdings ist man nach den Verlautbarungen der letzten Tage ziemlich kleinlaut geworden, aber ich möchte nicht vorweggreifen. Eine Woche vor der Wahl trifft sich im Wiener Konzerthaus die linksgrüne Schickeria bei der Veranstaltung Stimmen für Van der Bellen. Vor ca. 2000 Anhängern des Präsidentschaftskandidaten tritt die moderierende Schauspielerin und UNESCO-Botschafterin Katharina Steinberger auf die Bühne, um über die Dehnbarkeit der Begriffe Recht und Gesetz zu sprechen. Wobei sie eine Aussage trifft, die spätestens nach der Wahl als äußerst bedenklich wahrgenommen werden muss. Weil wir brauchen jede Stimme, wenn wir dieses Rennen für uns entscheiden wollen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, nur nicht kriminell werden. Also nicht sehr. Es gibt eine Menge Gründe, neben der andauernd beschworenen Rechtsextremität eines Norbert Hofers, in dessen Wahlprogramm sich kein einziger Punkt befindet, den man als rechtsextrem bezeichnen könnte, warum man den Freiheitlichen als Präsident unbedingt verhindern möchte. Die tragenden Punkte, warum Hofer medial derartig bekämpft wird, werden natürlich nicht angesprochen.
Erstens will man niemanden, der EU-kritisch ist als Präsident und schon gar nicht, wenn dieser Präsident dann auch noch Volksabstimmungen über TTIP, Europaregierung, Türkei-Beitritt oder sogar über den EU-Austritt zulassen würde. Und auch keinen Präsidenten, der in letzter Instanz auch nicht davor zurückschrecken würde, die rot-schwarze Regierung zu entlassen, sodass es zu Neuwahlen kommt. Neuwahlen, bei der eine SPÖ und eine ÖVP, die so ziemlich alles in den Sand gesetzt haben, was sie vor ihrer Legitimierung versprochen haben, bestimmt nicht gut abschneiden würden. Das würde ja unseren Europadiktatoren und der in Europa nach Lohndumping, Arbeitssklaven, Ausschau haltenden Flüchtlingsindustrie, die unsere Standards zertrümmern möchte und sogar noch den Amis, den kompletten Sommer vermiesen. Vor zu viel Bevölkerungsmeinung muss man sich schließlich schützen. Und dementsprechend wurde medial interveniert, zum Schluss weltweit, das sollte die Menschen, die vorher ihr Umfeld behelligt haben, wie unwichtig unsere Präsidentschaftswahl ist, zumindest zum Nachdenken anregen. Daran, dass jemand einmal den Begriff Invasoren verwendet hat oder bei einer Burschenschaft ist, stört man sich in Wahrheit weniger. Und es hat auf unser Land auch allgemein keinen Einfluss. Aber es ist ein willkommener Vorwand, um vorhin Angesprochenes zu verhindern. Wer die Europäische Union vor den Menschen, die darin leben, verteidigen will, kann ohne Kampfbegriffe nicht überleben und betitelt somit jede nationale Politik generell als Rechtsextremismus. So gingen die Wochen vorbei, während man rund um die Uhr mit Angst- und Diffamierungskampagnen und äußerst fragwürdigen Umfragen versuchte, Mann und Maus für Van der Bellen ins Wahllokal zu peitschen. Auf sozialen Netzwerken hat sich die Stimmung in diesen 4 Wochen dahingehend verschlechtert, dass manche Personen von diesem Wahlkampf schon gar nichts mehr hören wollten. Ein Wahlkampf, der auf beiden Seiten immer hetzerischer wurde. Aber meines Erachtens von einem NGO- und Medienverhalten ausging, welches in einer Demokratie und vor allem bei Staatssendern gar nichts zu suchen hat. Aber das Ganze sollte ja bald vorbei sein, so dachten wir. Am Abend des 22.05. saß ein Großteil der Österreicher gespannt vor Fernsehen, Radio oder Internet-Livestream und erwartete sich vor allem eines, Gewissheit. Nur das, was wir vor der Wahl als Aufruhr und Polemik empfunden haben, war tatsächlich erst die Ruhe vor dem endgültigen Chaos. Als auf 3 unterschiedlichen Sendern zunächst einmal 3 unterschiedliche Ergebnisse veröffentlicht wurden, so konnte man sich am Wahlabend je nach Sympathie zum Kandidaten entweder Puls 4, ATV ansehen oder für Unentschlossene gab es beim ORF ein 50-50 Resultat. Und um die Sache abzurunden, wichen alle 3 Ergebnisse von der Zahl ab, welches uns das Innenministerium, kurz BMI, veröffentlichte. Per Presseaussendung erklärte uns das Innenministerium noch um 23.30 Uhr, es habe sich um einen Irrtum gehandelt. Der Leiter der Wahlbehörde Robert Stein, Clubvorsitzender der SPÖ und damit untergebener Genosse Bürgermeister Häupels, behaupte, man habe das Funktionieren des komplexen Software-Tools vor dem Wahltag mit Testdaten geprobt. Ebenfalls in der Nacht um 23.30 Uhr konnte man für 3 Stunden lang kein Ergebnis abrufen. Danach begann das Ergebnis sich zu drehen. Auf der Website des Innenministeriums ein Wahlkartenergebnis finden kann mit angeblich 544.000 ausgezählten Wahlkarten. Das kann ja wohl nicht sein, wenn Sie erst morgen zu zählen beginnen. Das ist hundertprozentig sicher ausgeschlossen. Wir haben mehrere Anrufe bekommen, deshalb sind deshalb auch recht unglücklich und wir sind an der Behebung des Schadens. Es müssen Testdaten in den Produktionsbereich gerutscht sein und wir sind gerade dabei, das zu beheben. Nachher stellte sich heraus, dass die Wahlkarten sehr wohl zu früh ausgezählt wurden. Kurz darauf meldeten sich die ersten IT-Spezialisten und EDV-Techniker zu Wort, die gleich darauf hinwiesen, dass dies ein komplett unüblicher Vorgang ist. Man testet keine Daten in einer Live-Umgebung, dafür gibt es die Entwicklungs- und Testserver. Mir fällt es schwer zu glauben, dass das BMI Testabläufe wie der erste PC-Besitzer veranstaltet. Das wird Ihnen jeder vom Fach bestätigen, dass dies eine äußerst merkwürdige Angelegenheit ist. Denn immerhin müssen diese Testdaten erst einmal auf den Live-Server gespielt werden und dann dort auch noch veröffentlicht werden. Eine Abhandlung, die sicher nicht unter der Kontrolle von nur einer Person passiert. Doch was einen an dieser Stelle am meisten wundern darf, dass das BMI, so wie es selbst behauptet, 5 Tage vor dem Wahltag das Ergebnis dermaßen genau vorausgesagt haben will. Das ist nur knapp von dem Ergebnis abwich, welches uns am nächsten Tag veröffentlicht wurde. Und zwar um eine kleine, aber entscheidende Differenz, die Alexander Van der Bellen letztendlich als Sieger dastehen ließen. Zu dieser Zeit war es aber längst nicht mehr nur das Ergebnis, das für Irritation sorgte, sondern eine Palette von noch nie dagewesenen Zufällen kippte auf unser Land hernieder. Fanatische Demokratiebegeisterung in Weidhofen an der Ybbs, 147% Wahlbeteiligung. Der Fehler sei inzwischen aufgeklärt und man habe tatsächlich nur 1058 Wahlkarten in die Ergebnisermittlung einbezogen. Ein Eingabefehler, wie uns Robert Stein später erklären sollte. Eine Änderung, die keine Änderung im Gesamtergebnis zur Folge hat. Die 3. Panne, die daraufhin bemerkt wurde, 598% Wahlbeteiligung im Sondersprengel Linz.
die durch die Zusammenlegung der fliegenden Kommissionen geschehen ist. Also hier bereits die dritte ganz natürliche Sache, die in Österreich allerdings so noch nie eingetreten ist. Des Weiteren wurden einige Wahlbehörden direkt vom Innenministerium angezeigt, teilweise schon am Wahltag um 23.30 Uhr. Es gab eine Vielzahl von Meldungen, die im Endeffekt eine einstellige Stimmzahl betreffen und wenn man dann über das Endergebnis spricht, an dieser Stelle vernachlässigt werden können. Und ohne diese Meldungen jetzt groß breit zu treten, die meisten ohnehin schon kennen, kam ebenfalls direkt nach der Wahl auch massive Skepsis seitens der FPÖ auf, was medial natürlich sofort ins Lächerliche gezogen wurde, sowie sämtliche Pannen seitens des Innenministeriums und seitens der Wahlbehörde als völlig normal dargestellt wurden. So schrieb zum Beispiel die Krone in ihrer Überschrift, das macht Angst, und im Text dann, FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache rief seine Anhänger zur Besonnenheit und Mäßigung auf, um gleich darauf wieder zu zündeln und auf seiner Facebook-Seite Spekulationen über Wahlfälschungen zu verbreiten. Für alle großen Medien war es von Anfang an irrelevant, welche Zweifel auf dem Tisch liegen oder ob diese Wahl tatsächlich manipuliert wurde. Was für die Medien von Anfang an wichtig war, war jeden Zweifel an einer Wahlmanipulation im Keim zu ersticken. Es gibt leider einigen Rückschluss auf die Gesellschaft, in der wir uns befinden. Wenn bereits der Hinweis, dass das in einer Demokratie wohl höchste Gut, die freie Wahl, eventuell manipuliert sein könnte, als Zündeln bezeichnet wird oder als Verschwörungstheorie. Aber so wie anfangs angeschnitten, handelt es sich genau um dieselben Medien, die vorher alles taten, um Hofer zu verhindern, die nachher alles taten, um keine Skepsis am Wahlergebnis aufkommen zu lassen. Und dabei bediente man sich der altbewährten Nebelkerzenstrategie, indem man einfach nahezu gar nichts berichtete, außer einem Bürgermeister, der zwei Stimmzettel zerreißt, sechs Jugendliche, die gewählt haben, und fünf Wahlbezirke in Kärnten, die angezeigt wurden. Ansonsten wurde eigentlich nur beschwichtigt. So dass bis dahin eigentlich keiner wusste, welche Vorwürfe wirklich im Raum stehen. Der propagierten Unwahrscheinlichkeit zum Trotz wurde die Wahl dann mehrmals angefochten. Pressekonferenz am 8. Juni 2016, wo FPÖ-Obmann Strache, unterstützt von den juristischen Experten Böhmdorfer und Schender, die Karten auf den Tisch legte, und dabei offenbarten sich ganz andere Zahlen, als man uns im Vorfeld permanent angezeigt hatte. Die 150 Seiten starke Anfechtungsschrift beruht auf einer Umfrage, welche bei Wahlhelfern und Beisitzern durchgeführt wurde, welche sich außerdem auf eiderstaatliche Beglaubigungen stützt und nun mehrere Anzeigen mit sich ziehen wird, teilweise auch bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Laut der durchgeführten Umfrage soll es in 94 von 117 Bezirken zu Gesetzeswidrigkeiten gekommen sein. Das muss man mal mit den 5 Bezirken abgleichen, die man uns bisher serviert hat. In 84 der 117 Bezirkswahlbehörden waren die Wahlkarten vorsortiert, bevor die Kommission da war. Von dieser irregulären Handlung wurden 573.000 Wahlkarten betroffen. Dabei wurden 31.840 Wahlkarten als nichtig vorsortiert. Und was in dieser Zeit noch alles passiert ist oder nicht passiert ist, kann man jetzt natürlich nicht mehr nachvollziehen. In sage und schreibe 11 Bezirken waren die Wahlkarten bereits vor Beginn der Auszählung geöffnet und der Stimmzettel entfernt, wovon alleine 80.953 Stimmen betroffen sind. In 4 Bezirkswahlbehörden waren die Stimmen bereits ausgezählt, bevor die Auszählung überhaupt beginnen hätte dürfen. Betroffen sind 30.295 Stimmen. Und in 4 Bezirken wurde die Auszählung, anstatt durch die Wahlkommission, überhaupt gleich durch unbefugte Personen vorgenommen. Ein weiterer Rechtsbruch geschah noch direkt am Wahltag durch die Presseagentur APA, die schon ab sage und schreibe 14.31 Uhr Wahlergebnisse veröffentlicht hat, was ebenso verboten ist, wie wenn Wahlbesitzer oder Journalisten behaupten, sie hätten bereits Informationen über die Auszählung, die darauf hindeuten, dass es extrem knapp würde oder man gar verlieren würde, wenn jetzt nicht noch alle wählen kämen. Und hier sind keine Leute gemeint, die ihren angekreuzten Stimmzettel auf Facebook geteilt haben, wie die 24-Stunden-Schwurbler von OE24 oder der ORF behauptet. Und das sollte man auch differenzieren können. Außerdem deuten unzählige Hinweise darauf hin, dass auch nicht österreichische Staatsbürger gewählt haben. Die Anklageschrift im Volltext sowie das Video von Chris Beanert, welches die Doppelwahlmöglichkeit dokumentiert, finden Sie bitte im Quellentext. Die hier genannten Zahlen und Manipulationsmöglichkeiten, über die letzten Endes der Verfassungsgerichtshof entscheiden wird, sind unter dem Aspekt, dass Van der Bellen gerade mal mit 30.863 Stimmen gewonnen hat, keineswegs als nichtig zu betrachten. Denn hätten sich bloß 15.432 Wähler anders entschieden, so wäre das Gesamtergebnis umgekehrt ausgefallen. Wobei man noch anmerken muss, es ist keineswegs die Aufgabe jener, die die Wahl anfechten, eine Manipulation nachzuweisen, sondern die Wahlanfechtung ist bereits dann erfolgreich, wenn sie beweist, dass die Manipulationsmöglichkeit so weit vorhanden war, dass das Ergebnis nicht sichergestellt werden kann. Der Verfassungsgerichtshof muss nun bis zum 9. Juli über die Anfechtung entscheiden,
was uns selbstverständlich nicht daran hindert, anhand der bereits offenbarten Gegebenheiten hier die ersten Indizien und Zusammenhänge selbst zu überprüfen. Und ich sage, man muss kein Verschwörungstheoretiker sein, um zumindest ein ausgesprochen schlechtes Bauchgefühl bei solchen Pannen oder eigenartigen Entwicklungen zu haben. Das Wahlrecht ist das völker- und staatsrechtlich verankerte Grundprinzip der Demokratie. Wir haben es mit einer nicht unparteiisch wirkenden Wahlbehörde zu tun, die vorher noch betauert, dass die Protokolle zur Wahl fehlen und sich dann erdreistet, in einer 14-seitigen Gegenschrift gegen die Anfechtung vorzugehen. Wobei man unter anderem argumentiert, dass sich die Manipulation nicht dokumentieren lässt. Und das, obwohl die Anfechtung reine Angelegenheit des Verfassungsgerichtshofs ist. Anstatt ihre eigene Aufgabe wahrzunehmen und sich zumindest jetzt im Nachhinein an lückenloser Aufklärung zu beteiligen. Was hat denn Herr Stein zu verbergen? Wie glaubwürdig ist das rot-schwarze Innenministerium? Sobotka, der zufällig in 147% weit Hofmann der Yps früher Bürgermeister war, wurde ebenfalls rot-schwarze Delegation beteuert, sie hätte mit grün oder blau nichts am Hut. Und wie können so viele Pannen überhaupt passieren? Auf welche die Behörden erst von außerhalb, also seitens der Wähler, Wahlhelfer und Parteien, hingewiesen werden müssen. Die vorher angesprochene Doppelwahlmöglichkeit, welche durch den Blogger Chris Beanert belegt wurde, zusammen mit einer dermaßen gestiegenen Briefwahlbeteiligung betrachtet, zwingt Menschen wie mich förmlich an den Taschenrechner und dabei habe ich was entdeckt. Ich habe hier eine kleine Nebenrechnung zusammengestellt, welche ich mit online stellen werde. Dabei habe ich prozentuell aufgeschlüsselt, in welcher Relation sich Briefwähler und Urnenwähler teilen. Was einem im Vergleich zu anderen Wahlen besonders auffällt, ist die Steigerung zwischen ersten und zweiten Wahlgang. Zuerst mal ein erklärendes Beispiel. Hier haben wir zum Beispiel die Bundespräsidentenwahl 2010, die damals bereits im ersten Wahlgang entschieden wurde. Wir hatten damals 3,4 Millionen abgegebene Stimmen, was einer Wahlbeteiligung von 53,57% entsprach. Wenn man diese Stimmen nun aufschlüsselt, so hatten wir damals 9% Briefwähler und 91% Urnenstimmen. So hatten wir zum Beispiel bei der Nationalratswahl 2013 4,8 Millionen abgegebene Stimmen, eine Wahlbeteiligung von 74,9%, davon entfielen 13,6% Briefwähler und 86,4% Urnenstimmen. Bei unserer Bundespräsidentenwahl hatten wir im ersten Wahlgang eine Wahlbeteiligung von 68,5%, das sind 4.371.825 Stimmen. Wenn man diese nun auf Briefwähler und Urnenstimmen aufschlüsselt, so erhalten wir ein Verhältnis von 12% Briefwähler und 88% Urnenstimmen. Im zweiten Wahlgang gab es einen Wählerzuwachs von 4,2% auf eine Wahlbeteiligung von 72,7%. Dabei wurden über 4,6 Millionen Stimmen abgegeben. Wenn man diesen Zuwachs nun aufschlüsselt, so sehen wir, dass die Briefwähler sich um 39,9% und die Urnenwähler lediglich um 6% zum ersten Wahlgang gesteigert haben. Insgesamt haben beim zweiten Wahlgang 265.221 Menschen mehr gewählt als beim ersten Wahlgang. Und wenn man diese 265.221 Personen aufschlüsselt, dann erhält man eine Relation von 19% Urnenstimmen und 81% Briefwahlstimmen. Und hier sind wir schon fast in der umgekehrten Relation zur normalen Verteilung zwischen Briefwählern und Urnenstimmen. Umso mysteriöser wirkt die Tatsache, dass sich die ungültigen Stimmen genau im umgekehrten Trend vermehrten. So hatten wir 164.875 mehr ungültige Stimmen als beim ersten Wahlgang, was eine Relation von 11% Brief- und 89% Urnenstimmen ergibt. Das heißt, obwohl 81% der dazugekommenen Wähler im zweiten Wahlgang Briefwähler waren, waren 89% der dazugekommenen ungültigen Stimmen im zweiten Wahlgang ungültige Urnenstimmen. Mit viel Fantasie könnte man hier noch mit Urlaubszeit oder Zufall argumentieren, aber so wie wir gleich sehen werden, lässt sich in allen neuen Bundesländern dasselbe Muster nachverfolgen. Die Briefwahl steigerte sich in jedem Bundesland zwischen 30% und 56%. Die ungültigen Stimmen steigerten sich in jedem Bundesland zwischen 127% und 63%. Das ist eine Reifeleistung für 4,2% mehr Wähler. Aber der gerade vorhin eben angesprochene umgekehrte Trend ist das, worauf ich hier näher eingehen möchte. In Wien wurden beim zweiten Wahlgang 70.449 mehr Stimmen abgegeben. Davon waren 77,5% Briefwahlstimmen, 22,5% Urnenstimmen. In Wien gab es beim zweiten Wahlgang 9.736 mehr ungültige Stimmen. Diese waren zu 14,1% auf Briefwahlstimmen und zu 75,9% auf Urnenstimmen verteilt. In Oberösterreich haben 37.057 mehr Menschen abgestimmt als beim ersten Wahlgang. Davon waren 14,1% Urnenwähler,
und 85,9% Briefwähler. Die ungültigen Stimmen steigerten sich in Oberösterreich um 13.337 mit einer Relation zu 84,4% Urnenstimmen und nur 15,6% Briefwahlstimmen. In Niederösterreich gab es eine Steigerung zum ersten Wahlgang um 26.727 Wähler. Diese Zahl entstand durch 37.974 dazugekommenen Briefwählern, während die Urnenwähler sogar um 11.247 Personen zurückgingen. Während sich auch hier wie in allen anderen Bundesländern die ungültigen Stimmen auf der Urnenseite vermehrten. Ähnliches Bild in der Steiermark. 32.291 dazugekommene Wähler, welche aus einem Urnenwählerrückgang von 4.738 Stimmen und einem Briefwählerzuwachs von 37.029 Stimmen entstanden sein soll. Diese 3,3% mehr Wähler in der Steiermark schafften eine Steigerung der ungültigen Stimmen von 103,4%, also 10.863 Stimmen, welche sich zu 89% auf Urnenstimmen und nur zu 11% auf Briefwahlstimmen verteilen. Und genau denselben umgekehrten Trend finden Sie im gleichen Ausmaß in Burgenland, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg. Alle Zahlen sind dem Innenministerium entnommen. Und während man einer Frakturenherr eine Stunde lang das Briefwahlsystem erklären kann und sie versteht es noch immer nicht, sollte man meinen, dass eine Stichwahl im Wahllokal ziemlich einfach sein sollte. Was außerdem auffällt, ist, dass die Briefwähler in fast allen Bundesländern völlig konträr zur Urnenwählerschaft abgestimmt haben. Dies kann ich mir auch in einzelnen Gemeinden oder Bundesländern vorstellen, aber nicht so flächendeckend, wie es hier auftritt. Hier tritt dann immer wieder das Argument auf, dass die Briefwähler ja die Hochgebildeten und Studierenden im Ausland sind. Doch bei einer Briefwahlsteigerung von 38% muss man sich schon fragen, ob unsere Studierenden und Hochgebildeten im Ausland erst im Mai das politische Interesse entwickelt haben oder sich gerne zwei vorgekaute Kandidaten auf den Teller spucken lassen möchten. Und deshalb den ersten Wahlgang auslassen. Hier sollte man eher an die nachgewiesene Möglichkeit der Doppelwahl denken. Wenn man nun die Spengellisten der Lokalwähler mit den Listen der angeforderten Briefwahlkarten abgleichen würde, so ließe sich herausfinden, wer hier vermeintlich doppelt gewählt hat. Und ich sage deshalb vermeintlich, weil es nicht zum ersten Mal wäre, dass sich dann herausstellt, dass einige dieser Leute ihre Karte gar nicht selbst bestellt haben. Genauso wie an die überdimensional vielen Frühauszählungen, die denjenigen, die sie durchführen, die Zeit verschaffen, um alles Mögliche zu tun, vor allem dann, wenn Kuverts bereits geöffnet werden. Hier ist nicht mehr auszuschließen, um nicht zu sagen, es deutet alles darauf hin, dass hier ungültige Urnenstimmen und passende Briefwahlstimmen erzeugt wurden. Mit nur einem Kreuz ist der Stimmzettel ausgefüllt, aber auch nur mit einem Strich wieder ungültig gemacht. Und wie leicht man fremde Wahlkarten anfordern kann, hat die Partei in Deutschland 2015 vorgezeigt. Das Video finden Sie ebenfalls im Quellentext verlinkt. Wollen wir uns die Unterlagen an die oben angegebene Meldeanschrift senden lassen? Oder nutzen wir lieber das Feld hier unten? Nö, ich würde sagen, wir lassen uns mal schön zu uns schicken. Und zwar, es geht los, folgendermaßen. Wir haben als erstes die amtlichen Wahlunterlagen von Olaf Scholz hier. Bekannte Fälle von Wahlfälschungen bei Briefwahlen gab es unter anderem 1996 und 2002 in Dachau, 2005 in Birmingham und 2008 in Bayern. Es gibt nun mal Missstände in Europa, wo gewisse Leute sich weigern, sie abzustellen. Für die es dann natürlich auch nichts Schlimmeres gibt, wie wenn andere ihr demokratisches Grundrecht wahrnehmen. Im Jahr 2010 liefen die Grünen noch selbst Sturm wegen angeblichem Wahlkartenbetrugs. Damals schafften es die Medien noch sachlich darüber zu berichten. In diesem Sinne herzlichen Glückwunsch für 6 Jahre Rückentwicklung. Wer anhand dieses geringen Vorsprungs und der in Raum stehenden Vorwürfe keinen Überprüfungsbedarf erkennen möchte, beraubt sich am Ende selbst der Wahrheit und das war nicht die letzte Wahl in Österreich. Auch wer sich heute über Herrn van der Bellen freut und meint in seiner Euphorie über einen vermeintlichen Schwindel hinwegsehen zu können, könnte schon bei der nächsten oder übernächsten Wahl selbst der Betrogene sein. Da ist es weniger wichtig, was man von Herrn Hofer oder von Herrn Strache, sondern eher wichtig, was man von Demokratie und Rechtsstaat hält. Aber so viel kann ich garantieren, hätte Norbert Hofer noch so viel Ungereimtheiten und Fehlmeldungen plötzlich die Wahl gewonnen, hier wäre kein Stein auf den anderen geblieben. Und wenn wir gerade bei diesen Herrschaften sind, die im Vorfeld durch ihre Provokationen aufgefallen sind, so frage ich mich, dass hier nicht eingegriffen wird, denn die Vorgabe einer Straftat ist die Vorgabe einer Straftat und Wahlmanipulation ist eine Straftat. Aber während manche Leute Geldstrafen für Facebook-Kommentare bekommen,
haben manche Leute bei uns scheinbar Narrenfreiheit, auch wenn sie vorgeben, die Wahl zu manipulieren. Wieso stellt man das nicht ab und geht gegen diese Personen vor? Wieso wird uns 17 Stunden vorher auf Facebook vorausgesagt, dass wir eine Hochrechnung plus Briefwahlkarten angezeigt bekommen? Das ist ein noch nie dagewesenes Ereignis. Und lässt inklusive erratender Prozentzahlen die angebliche Falschmeldung des Innenministeriums in einem ganz anderen Licht erscheinen. Es gab noch nie eine erste Hochrechnung inklusive Briefwahlkarten. So etwas vorherzusagen grenzt an Wahrsagerei. Mehr dazu im Quellenwerk. Ich halte es für nicht nur auszuschließen, dass unser angebliches Falschergebnis tatsächlich nur eine Rauchbombenaktion war, die dazu diente, Zeit zu gewinnen. Außerdem hatte ich scheinbar in meinem letzten Video gar nicht zu Unrecht. Und denn nachdem die mittlerweile angezeigte Frau Stemberger der freimaurerischen UNESCO dazu aufrief, nur ein bisschen kriminell zu werden, brüsten sich die Freimaurer mit Alexander van der Bellen, um nebenbei ein bisschen den Begriff Verschwörungstheorie zu pflegen. Wie tragisch ist das Ganze jetzt und was wäre passiert, wenn, kann man nun mutmaßen, vor allem bis wir weitere Erkenntnisse bekommen, was am 8. Juli der Fall sein wird. Ich habe aufgrund meiner eher konservativen Gesinnung Norbert Hofer gewählt, doch wenn die Mehrzahl der Österreicher lieber van der Bellen als Präsident möchte, dann muss ich als Demokrat damit leben. Nur fällt es mir, ohne irgendwelche Anschuldigungen auszusprechen, schwer, dieses Ergebnis zu glauben. Und da spreche ich wohl für viele Mitbürger in Österreich. Was mir hier ein bisschen fehlt, ist die Selbsterkenntnis seitens der Wahlkommission, denn es ist vorrangig sekundär auf kleinster Ebene nach Schuldigen zu suchen, sondern eine Gesamteinschätzung zu treffen. Und diese kann nur heißen, dass alleine aufgrund der vorhanden gewesenen Manipulationsmöglichkeit ein sicheres Wahlergebnis nicht gewährleistet werden kann. Ich gehe hiermit, falls in diesem Land noch irgendwas mit rechten Dingen zugeht, von Neuwahlen aus. Wahlfälschungen treten in diktatorischen Systemen auf und dienen zur Steigerung der Legitimation. Natürlich können in demokratischen Systemen Wahlfälschungen ebenso auftreten, aber sollten durch größtmögliche Transparenz und mehrstufige Sicherheits- und Kontrollsysteme unterbunden werden. Eine Demokratie, die das nicht sicherstellt, wird früher oder später von der Bevölkerung nicht mehr akzeptiert werden. Darum gibt es genaue Regelungen, wer eine Wahl abzulaufen hat, damit diese Transparenz, Sicherheit und Kontrolle gegeben ist. Ansonsten können wir gleich eine geöffnete Urne hinstellen und jeder wirft ein paar Zetteln rein. An ihren Handeln sollt ihr sie erkennen. Und jetzt wird sich am Handeln unserer Höchstrichter herausstellen, in welchen der beiden Systeme wir uns tatsächlich befinden. Wenn ein Herr van der Bellen wirklich mit ehrlichen Mitteln gewonnen hat, dann wird er es bei einer Neuwahl wieder tun. Und somit haben auch alle, die davon überzeugt sind, dass van der Bellen ehrlich gewonnen hat, nichts zu befürchten. Haben wir wirklich eine Wahl für Österreich getroffen? Wir haben hier eine Nation, die noch mehr gespalten ist als vor der Wahl. Und ein Ergebnis, welches sich nicht sicher bestätigen lässt. Also wer hat hier Angst, außer die, die den Betrug durchbringen wollen? Denn hier gibt es eigentlich nur eine logische Schlussfolgerung und das sind Neuwahlen. Neuwahlen unter der Sicherung von Standards. Standards, die hier verletzt wurden. Die Möglichkeiten, die heute vorhanden sind, würden massive Verbesserungen zulassen, die nicht nur mehr Sicherheit, sondern auch Transparenz für die Bürger gewähren. Jetzt sollten wir uns langsam fragen, warum man den Bürger finanziell derart überwachen kann, aber eine Wahl, wo es darum geht, dem Bürger Kontrollmöglichkeit zu leisten, dermaßen intransparent gestaltet ist, dass sie niemand mehr nachvollziehen kann, scheinbar nicht mal der Wahlleiter. Hiermit fordere ich die sofortige Entlassung des Bundeswahlleiters Herrn Magister Robert Stein, der als Wahlleiter und SPÖ-Clubvorsitzender in Währing, wie als SPÖ-Webmaster und in anderen Ämtern der SPÖ für diesen Posten nicht mehr tragbar ist und als hochgradig befangen eingestuft werden muss. Kurz zum ORF. Das größte Medium im Land ist für das Verhalten der Einwohner prägend und sollte mit Vorbildfunktion agieren. Was wir brauchen, ist ehrliche Berichterstattung, Dialogbereitschaft und keinen Nationalfeind und Twitter-Piraten wie Armin Wolf. Wir brauchen keine Frau Tittelbacher als Reinkarnation der Mimi von Amdam Des. Wir brauchen auch keine Frau Thurnherr, die unliebsamen Gästen wie Herr Dr. Böndorfer ins Wort fällt oder jedes Mal, wenn er zu Wort kommt, mit einem Briefwahlkuvert vor der Nase herumraschelt. Aus Angst, dass dieser im ORF ein paar Fakten zu viel nennt. Diese Herrschaften sind vor allem für jüngere Personen pädagogisch und gesprächsrhetorisch schädlich und treten jede europäische Diskussionskultur mit Füßen. Somit fordere ich zwangsläufig die Entlassung von Armin Wolf, Ingrid Thurnherr und Frau Tittelbacher. Ich bitte alle, die der gleichen Meinung sind, sich dieser Forderung anzuschließen und diese direkt an BMI und ORF zu richten. Mein Brief geht heute raus. Liebe Mitbürger, wenn sich hier nicht bald ein massiver Gegendruck entwickelt, donnert der Schlitten mit allen an Bord, die es sich so wie ich nicht leisten können, hier auszuwandern, gegen die Wand.
Abschließend berufe ich mich hier auf das in Österreich geltende Zitatrecht und die Meinungsfreiheit. Wenn diese Wahl nicht wiederholt wird, wird es Zeit, auf die Barrikaden zu gehen, Freunde. Meine Frage ist jetzt, wem misstrauen Sie eigentlich? Den vielen Freiwilligen, die sich in ihrer Freizeit unentgeltlich für Demokratie engagieren? Oder ist es das Innenministerium? Da müssen wir uns überraschen lassen. Mit dem Wahlrechtsänderungsgesetz in hinreichendem Maß das System wasserdicht gemacht. Und ich gehe davon aus, dass es zu keinen Manipulationen gekommen ist. Zu viele Verschwörungstheorien. Nein, das sind keine Verschwörungstheorien, das sind Realitäten, die in Österreich aufgedeckt wurden. Wenn es ganz knapp wird, rechnen Sie mit Wahlanfechtungen? Ich hoffe, dass es keine erfolgreichen Wahlanfechtungen gibt. Ich habe mir doch die Tweets von Armin Wolf heute angesehen. Den ganzen Nachmittag haben sich auf Twitter nur mit dieser Weise beschäftigt. Mhm. Also das ist schon etwas eigenartig und zeigt mir, wie objektiv der ORF ist. Wir haben versucht, das zu klären.